Max Highlights. Höhepunkte der Woche. Im Studio Linda Bethke. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder die Euromax Highlights der Woche. Unter anderem mit folgenden Top-Themen. Aus dem Norden, warum die skandinavische Küche so erfolgreich ist. Aus der Nähe, wie Ingo Arndt besondere Fotos von wilden Tieren gelingen. Und aus dem Süden, was die spanische Insel Gran Canaria Urlaubern zu bieten hat. Wer an die gehobene Küche denkt, denkt vermutlich sofort an Frankreich beispielsweise. Skandinavien war noch vor rund 10 Jahren für Gourmets ein weißer Fleck auf der Karte. Bis heute hat sich dort eine Haute Cuisine entwickelt, die ihresgleichen sucht. Der renommierte Restaurantführer Guide Michelin hat deshalb jetzt eine Sonderausgabe Nordic Countries veröffentlicht. Ein Restaurantführer extra für Skandinavien. Vor allem die dänische Hauptstadt Kopenhagen hat sich in den vergangenen Jahren sehr etabliert. Und genau dort wird jetzt mal gekostet. Am Kopenhagener Hafen leuchtet seit kurzem ein neuer Stern. Das Studio, Teil der Restaurantgemeinschaft The Standard, ist damit gerade ausgezeichnet worden. Und er hat ihn erkocht. Thorsten Wildgard ist Küchenchef des Restaurants. Er setzt auf dänische Traditionen und Zutaten, gemischt mit internationaler Avantgarde-Küche. Sein kulinarischer Schwerpunkt liegt ganz klar auf Skandinavien. Wir sind sehr stolz auf unser Gemüse, unsere Meeresfrüchte und Fische. Ich denke, es sind mit die besten auf der ganzen Welt, vor allem wenn sie von den richtigen Menschen geerntet oder gefischt werden. Außerdem ist unser Fleisch hervorragend, weil sich die Temperaturen hier im Norden langsamer verändern. Wahrscheinlich haben Sie das schon gehört. Je langsamer etwas wächst, desto besser ist sein Geschmack. Hochwertige Zutaten aus dem Norden, das ist typisch für die Gourmet-Gastronomie in ganz Skandinavien, wie hier in der norwegischen Stadt Oslo. Das Restaurant Lofoten ist berühmt für seine Gerichte aus Meeresfrüchten. Die nordische Haute Cuisine grenzt sich kulinarisch bewusst von der aus Frankreich oder dem Mittelmeerraum ab. Genau darin liegt ihr Erfolgsrezept. Auch in Schwedens Hauptstadt Stockholm setzt man auf eine eigenständig skandinavische Küche. Im Proviant zählen Gerichte wie das Rhabarber-Sorbet zu den Spezialitäten. Der Däne Søren Frank ist seit knapp 20 Jahren Restaurantkritiker. Er weiß, warum die nordische Kochkultur im vergangenen Jahrzehnt so erfolgreich war. Ich denke, dass die neue nordische Küche gerade zum rechten Zeitpunkt ihr Profil entwickelte. Zum einen, weil sie endlich die mediterrane ablösen konnte, zum anderen, weil die Trends Regionalität und Nachhaltigkeit gerade groß wurden. So konnten sich viele Konsumenten mit den Ideen der Gastronomie hier identifizieren. Diesen Zeitgeist griff das Restaurant Noma in Kopenhagen auf. In dem 2-Sterne-Haus von Starkoch René Recepi werden ausschließlich skandinavische Zutaten verwendet. 2003 war das eine kulinarische Revolution. 3-mal wurde das Noma dafür als bestes Restaurant der Welt ausgezeichnet. Es war wie eine Explosion, wie ein Stein, den man ins Wasser wirft und der immer größere Wellen verursacht. Die ganze Philosophie, zu nutzen, was um einen herum ist, wurde ein großer Erfolg und inspirierte Köche auf der ganzen Welt. Er gründete sowohl das Noma als auch The Standard inklusive Studio. Klaus Meyer zählt zu den Wegbereitern der neuen skandinavischen Küche. Alles begann mit einer Frage. Warum sollte ein einzigartiges Klima mit speziellen Produkten nicht auch eine klar definierbare und besondere Küche haben? Das Problem war nicht diese Idee, sondern die konkrete Umsetzung auf dem Teller. Es ist Klaus Meyer und seinen dänischen Kollegen gelungen. Heute gilt Kopenhagen mit 16-Sterne-Restaurants als Haute Cuisine-Hochburg Skandinaviens. Das Geranium von Søren Ledet konnte dieses Jahr seine beiden Michelin-Sterne verteidigen. Das bedeutet uns sehr viel. Zum einen wegen der steigenden Zahl an Reservierungen, zum anderen wegen der Sicherheit für unser gesamtes Team. Wenn man einen Michelin-Stern erhält, zeigt das der ganzen Welt und auch potenziellen Gästen, dass man wirklich einen Besuch wert ist.
Zurück im Studio. Hier sind zurzeit jeden Abend alle 48 Plätze ausgebucht. Es ist nicht nur ein Trend, es ist ein Fakt. Die lokale Begrenzung kann Köchen auf der ganzen Welt zu einer individuellen gastronomischen Sprache verhelfen. Die nordische Haute Cuisine. Deftig und leicht, bodenständig und experimentell. Eine Küche, die den Nerv der Zeit trifft. Was aussieht wie eine moderne Skulptur, ist eigentlich das Werk von tierischen Architekten. Diesen filigranen Bau haben Hornissen errichtet. Konstruktionen wie diese und weitere Motive aus der Tierwelt fängt der deutsche Fotograf Ingo Arndt seit mehr als 20 Jahren in seinen Bildern ein. Dafür hat er auch schon etliche Auszeichnungen bekommen. Für diesen Beruf braucht man aber nicht nur jede Menge Talent, dazu gehört auch eine gehörige Portion Mut. Das sieht man in seinem gerade erschienenen Bildband mit dem Titel Küstenbären ganz deutlich. Anflug auf den Lake Clark Nationalpark in Alaska. Ingo Arndt ist auf der Suche nach Braunbären, die hier an der Küste leben. Insgesamt 8-mal reiste der deutsche Naturfotograf für seinen neuen Bildband her. Er wollte die Bären zu verschiedenen Jahreszeiten vor die Linse bekommen. Die Ausbeute? Mehrere hundert Bilder. Sie erzählen von Ingo Arndts Faszination für die imposanten Tiere. Im ersten Moment ist es natürlich schon erstmal die Größe. Bei den Bären steht man dann einfach in einem Abstand von 20, 30 Meter vor diesem Bär und ist denen eigentlich schutzlos ausgeliefert. Also das ist schon eine ziemlich spannende Sache. Und dann sind das ja auch sehr ansehnliche Tiere. Also sie sehen schon hübsch aus, gerade wenn sie aus dem Winterschlaf kommen und haben noch dieses Winterfell, so diese Kugelgesichter. In jeder Lebenslage fotografierte er sie. Mit dem Nachwuchs, in den kurzen Sommermonaten oder bei der Lachsjagd. Den bis zu 700 Kilogramm schweren Bären kam er dabei ganz nah. Mit einem selbstgebauten, ferngesteuerten Auto für seine Kamera. Ich glaube, die größte Herausforderung war wirklich, dass man was Neues bekommt. Also Bären, eben weil sie so attraktiv sind und weil sie jeder mag, sind schon relativ oft fotografiert. Das ist natürlich auch der Traum von jedem Tierfotografen, mal einen Grizzlybären zu fotografieren. Dementsprechend gibt es viele Bilder, viele gute Bilder, und die muss man dann irgendwie toppen. Immer neue Blickwinkel möchte Ingo Arndt eröffnen. In seinem letzten Projekt porträtierte der 45-Jährige Tiere als Architekten. Darunter diese Termitentürme in Nordaustralien oder Mondvogelraupen und ihre kunstvollen Gespinste. Jede Geschichte bietet was Neues, und es muss eben nicht immer der Elefant sein oder der Grizzlybär, sondern es kann auch tatsächlich eine Ameise oder ein Schmetterling sein, der total spannend ist. Also es gibt wahnsinnig viel zu entdecken, und gerade so auch im Makrobereich, den man vielleicht im ersten Moment gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn man sich was überlegt. Aber das bietet oft dann den größten Überraschungseffekt. Ein Teil der Arbeit für den Bildband entstand dabei ausnahmsweise drinnen. In den Archiven des Naturmuseums in seinem Wohnort Frankfurt am Main lagern tausende Exponate. Einige von ihnen, wie diese Steinkoralle, wollte Ingo Arndt besonders detailreich darstellen. Es ist ja auch mal ganz schön, Sachen zu fotografieren, die nicht gleich weglaufen. Also ich konnte mir bei dem einen oder anderen dann schon auch Zeit lassen und das alles in Ruhe gestalten, jetzt wie hier im Studio zum Beispiel. Aber die Herausforderung war vor allen Dingen eben diesen Spagat zu machen zwischen Studiofotografie und irgendwo in der Wildnis im Regenwald von Westpapua zum Beispiel. Draußen in der Wildnis helfen Einheimische oder auch Wissenschaftler bei der Suche nach den Tieren. Dann kommt das Warten. Wochenlang liegt Ingo Arndt manchmal auf der Lauer. Sein Erfolgsrezept? Beharrlichkeit, Geduld und eine gute Tarnung. Ich war einfach schon als Kind immer draußen und bin durch den Wald gelaufen, habe Eisvögel beobachtet, als die anderen dann in die Diskothek gegangen sind. Und dann bin ich dran geblieben und habe mir relativ schnell vorgenommen, Tierfotograf zu werden. Und da ich so ja immer so ein bisschen straight bin mit den Dingen, die ich mir vornehme, bin ich dran geblieben, und es hat dann auch irgendwie geklappt. Also muss natürlich viele Durststrecken überstehen. Heute ist er einer von nur rund einem Dutzend hauptberuflichen Tierfotografen in Deutschland. Seine Bilder hängen in Museen und Galerien.
Seine Fotoausstellung über Schwärme mit dem Titel Tierreich tourt seit 3 Jahren durch Europa. Ich will den Leuten einfach das zeigen, was es noch gibt, was es unbedingt zu schützen gilt. Und wenn ich da irgendwie so ein bisschen was bewirken kann mit meiner Arbeit, wäre ich schon sehr glücklich. Bald geht es wieder auf große Expeditionen nach Afrika, Nord- und Südamerika. 3 Kontinente in 9 Monaten. Für Ingo Arndt ein ganz normales Arbeitsjahr. Es sind Osterferien und da zieht es dieser Tage viele in den Süden. Ein sehr beliebtes Reiseziel bei den Deutschen sind die Kanaren, eine Inselgruppe, die zu Spanien gehört. Besonders gefragt ist Gran Canaria, die drittgrößte der kanarischen Inseln. Fast 3 Millionen Touristen besuchen sie jedes Jahr. Die meisten wohl wegen der Strände und genau dort geht's jetzt hin. Der 3 Kilometer lange Stadtstrand von Las Palmas. Die Hauptstadt der Kanarischen Inseln hat rund 380.000 Einwohner. Auch wenn die Temperaturen hier das ganze Jahr zwischen 15 und 27 Grad Celsius liegen, ist es in Las Palmas meistens bewölkt. Ein Phänomen, das die Einheimischen Panza del Burro nennen, zu Deutsch Eselsbauch. Die meisten hier sind Nachkommen der Ureinwohner oder der spanischen Eroberer, die im 15. Jahrhundert kamen. Juan Manuel ist stolz darauf, ein echter Canario zu sein. Seit 3 Jahren ist er Mitinhaber des Restaurants El Molinet, direkt an der Strandpromenade. El Canario. Wir Kanarier sind sehr warmherzig und aufgeschlossen. Unsere Türen sind immer offen für jeden. So sind wir eben, ein Inselvolk und wirklich nette Menschen. Feuchte Passatwinde sorgen dafür, dass der nördliche Teil der Insel dicht bewachsen und grün ist. Auf dem Weg ins Landesinnere passiert man viele Orte, in die es nur wenige Touristen verschlägt. Einer der ursprünglichsten ist Terror, typisch für die kanarische Architektur, die holzgeschnitzten Balkone. Die Kirche Nuestra Señora del Pino ist der wichtigste Wallfahrtsort der Insel. 20 Kilometer südlich steht das Kreuz von Tejeda. Auf 1500 Metern Höhe markiert es den geografischen Mittelpunkt der Insel. Am Wochenende kommen vor allem Einheimische aus Las Palmas hierher. Dieser Ort hier war schon immer eine wichtige Wegkreuzung. Früher war es vor allem im Sommer ein Durchgangsort für Ziegen- und Schafherden. Und heute ist es ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Hier laufen viele Pfade zusammen, die von Wanderern und Bergsportlern genutzt werden. Eines der beliebtesten Wanderziele und zugleich das Wahrzeichen von Gran Canaria, der rund 1800 Meter hohe Roque Nublo, zu Deutsch Wolkenfels. Er besteht aus Resten eines ehemaligen Vulkanschlots. Gleich daneben der kleinere Roque Fraile, der Mönch. Bei gutem Wetter kann man vom Plateau des Roque Nublo bis zum Berg Teide auf der Nachbarinsel Teneriffa schauen. Wie alle kanarischen Inseln ist auch Gran Canaria vulkanischen Ursprungs. Wir sind zum ersten Mal auf Gran Canaria. Das Wetter ist einfach fantastisch und der Ausblick beeindruckend. Von hier aus kann man sogar Teneriffa sehen. Fantastisch. Wir haben das Meer, wir haben die Berge, wir haben hier den Roque Nublo und es ist wirklich wunderbar. Ein Lugar. Ein privilegierter Ort mit herrlichem Ausblick. Und was mich besonders beeindruckt, sind die verschiedenen Arten von Landschaften, die man auf dem Weg nach oben sehen kann. Am Fuße des Gebirgsmassivs liegt Tejeda mit seinen rund 2000 Einwohnern. Es gilt als eines der schönsten Dörfer der Insel. Hier gibt es gleich 3 Museen. Das für Geschichte und Traditionen widmet sich unter anderem dem wichtigsten Kulturgut der Insel, der Mandel. Die Familie von Olivia Sosa Denis lebt seit Generationen in Tejeda. Der Mandelanbau spielt in der Geschichte dieses Ortes eine sehr große Rolle. Die Verarbeitung beginnt im August und September mit 2 verschiedenen Verfahren. Die Männer klopfen die geernteten Mandeln mit Eukalyptusruten und die Frauen und Kinder sammeln sie auf. Zum Schälen versammelt sich nachmittags oder abends die ganze Nachbarschaft.
Dann gibt es kanarische Musik und es wird getanzt. An der Südspitze Gran Canarias liegen die Dünen von Maspalomas. Die Sandlandschaft besteht hauptsächlich aus zerriebenem Korallen- und Muschelkalk, der durch den Atlantik angespült wurde. Maspalomas ist einer der beliebtesten Urlaubsorte der Insel. Hier und im Nachbarort Playa del Inglés befinden sich auch die meisten Hotels. Denn im Süden hat man auf Gran Canaria die meisten Sonnenstunden, die längsten Strände und die schönsten Sonnenuntergänge. Das sieht erholsam aus. Schrill, schriller Harald Glöckler. Er polarisiert, gar keine Frage. Für die einen ist der exzentrische deutsche Modemacher schlicht der Schwaben-Versace, für die anderen eine echte Marke. Und die bringt er jetzt in seinem ersten eigenen Geschäft in Berlin an den Mann bzw. an die Frau. Dort glitzert aber nicht nur seine Mode. Der Kitschkönig hat in Sachen Bling-Bling noch eine ganze Menge mehr zu bieten. Glitzer, Strass und jede Menge Make-up. Harald Glöckler ist unverwechselbar. An seiner Seite eine weitere schillernde Figur, das US-Model Amanda Lepore. Gemeinsam eröffnen sie seinen ersten Store in Berlin. Prächtig, prunkvoll, opulent und glamourös. Und ich denke, das ist etwas, was Berlin vertragen kann und was meine Kunden lieben und was mich ausmacht. Harald Glöckler Lifestyle Store, so heißt das erste Geschäft des 48-Jährigen in Berlin-Mitte. Auf 200 Quadratmetern verkauft der Designer eine Auswahl seiner Kreationen, etwa Pflegeprodukte, Mode oder Schmuck. Auch für Babys und Hunde ist etwas dabei. Harald Glöckler nennt das Luxus für die Massen. Sein Credo, Glamour zu erschwinglichen Preisen. Keine Entwürfe, die auf den Laufstegen in Paris oder Mailand zu sehen sind. Die Welt der High Fashion nimmt den Prince of Pompeux nicht ernst. Doch das scheint ihn nicht zu stören. Fans und Kunden hat er genug. Jeder, der so innerlich einfach eine kleine Diva ist, der trägt, glaube ich, seine Mode sehr gerne. Und so wie ich. Aber die Öle sind, ja, die sind sehr schwer. Und das ist nicht jedermanns Sache. Also mein Geschmack wäre das in dem Falle jetzt nicht. Aber er hat ja auch noch andere schöne Sachen. Harald Glöcklers Karriere beginnt in der süddeutschen Stadt Stuttgart. Erst als Verkäufer in einem Modegeschäft, später als Boutiquebesitzer. 1990 gründet er das Modelabel Pompeux. Viel Aufmerksamkeit beschert ihm von Anfang an ein prominenter Fan, die italienische Schauspielerin Gina Lollobrigida. Harald Glöckler versteht es, sich als Paradiesvogel medienwirksam in Szene zu setzen. Die Inszenierung ist alles. Ich meine, die Mode ist ein Zirkus und Inszenierung ist alles. Und in meinem Fall, die Menschen lieben die Inszenierung. Und das gehört dazu, das ist ein Teil des Konzepts. Und ich denke, dass diese Mischung zwischen einem perfekten Arbeiter und einer perfekten Inszenierung, das ist, was die Menschen fasziniert. Harald Glöckler hat seinen Namen zur Marke gemacht, mit 20 Lizenznehmern in rund 80 Ländern. Seit 3 Jahren verkauft er über den Shoppingsender QVC in seiner eigenen Show Kleidung und Schmuck. Seine Zielgruppe, die normale Frau. Ihr Liebling. Ja, ich bin ein bisschen eifersüchtig, weil eigentlich möchte ich ihr Liebling sein, aber die Hose ist ihr Liebling. Ja. Zum Teil auch für andere Marken entwirft er Bettwäsche, Tapeten, ganze Häuser und sogar Motorräder. Nebenbei hat er noch das Malen für sich entdeckt. Doch es gibt Grenzen. Särge. Ich bekomme immer wieder Anfragen, Särge zu designen oder etwas für den letzten Gang. Und da, nein, das nicht. Das nun doch nicht. Lieber steckt er seine Energie ins Expandieren. In München und Baden-Baden soll es bald weitere Lifestyle-Stores geben. Zumindest nach oben scheint Harald Glöckler sich keine Grenzen zu setzen.
Wie sagt man so schön, man kann das Rad nicht neu erfinden. Aber schaut man sich die ausgefallenen Modelle in Dänemark an, dann könnte man meinen, die Dänen hätten genau das getan. Mit rund 650.000 Fahrrädern ist Kopenhagen eine der Fahrradhauptstädte Europas. Ganz schön umweltfreundlich. Dafür wurde die Stadt in diesem Jahr sogar als die grüne Hauptstadt Europas ausgezeichnet. Ein Modell findet man auf den Straßen dort besonders häufig, das Lastenrad. Berufsverkehr in Kopenhagen. Mittendrin Mats Lange. Er bringt seinen Sohn zur Schule. Jeden Tag legt er mit seinem Cargo-Bike 12 Kilometer zurück. Der Berufsverkehr in Kopenhagen ist sehr zeitraubend. Vor allem, wenn man Kinder hat, sie zur Schule bringt und wieder abholt, dann geht das mit dem Fahrrad viel schneller. Man kann zwei Kinder darin mitnehmen und Lebensmittel transportieren. Es ist leicht und sehr schnell. Hier gibt es die Lastenräder. Hans Vogt erfand vor 6 Jahren zusammen mit einem Freund sein erstes sogenanntes Bullet Bike. Damals war er Zimmermann und transportierte sein Material mit einem alten, sehr schweren Lastenrad. Sein Modell sollte vor allem eins, leicht und schnell sein. Das ist für uns eine ganz normale Art des Transportes. Es fühlt sich ganz natürlich an. Wir haben unser Fahrrad nach einem alten dänischen Fahrradmodell gebaut, dem Long John. 60 Jahre lang hatte die Form niemand erneuert. Es ist immer noch ein tolles Bike, aber wir haben uns überlegt, es etwas aufzupolieren, es ins 21. Jahrhundert zu bringen. Das ist eine neue Version des Long John. Kopenhagen ist eine der fahrradfreundlichsten Städte Europas. Lastenräder gibt es hier schon lange. Bis in die 60er Jahre waren sie ein ganz normales Transportmittel für Lieferungen innerhalb der Stadt. Fahrradkuriere fuhren damals schwere Eisenmodelle. Heute erleben die Räder ein Comeback. Geschätzte 40.000 Cargo-Bikes gibt es inzwischen im Großraum Kopenhagen. Und auch in ganz Europa werden sie als Transportmittel immer populärer. Cities all around the world are now. Städte in der ganzen Welt setzen auf Fahrräder, denn diese Erfindung aus dem 19. Jahrhundert könnte die Lösung für Transportprobleme aus dem 21. Jahrhundert sein. Das Rad ist zurück und leistet uns die gleichen Dienste wie vor 100 Jahren. Und das Lastenrad ist ein weiterer Ausdruck dieses Fahrradbooms. Michael Colville Andersen ist Fahrradexperte aus Kopenhagen. Weltweit hält er Vorträge und berät andere Städte dabei, wie man mehr Menschen auf das Fahrrad bringen kann. Besonders haben es ihm die Cargo-Bikes angetan. Im vergangenen Jahr hat er einen Bildband veröffentlicht mit Lastenrädern aus der ganzen Welt. Ich nenne es nicht Fahrradkultur, sondern Staubsaugerkultur. Räder sind hier so alltäglich wie der Staubsauger. Die Leute machen daraus keinen Kult. Das Fahrrad ist ein Werkzeug, das den Alltag vereinfacht. Ich finde, sie sind das beste Instrument, um Städte lebenswerter zu machen. Ein Instrument, das immer ausgefallenere Formen annimmt. Die Firma N55 hat einen Rahmen aus Aluminiumrohren zum Selbstzusammenbauen entwickelt. Eine mobile Espresso-Bar, in mehreren Städten Europas im Einsatz, das Coffee-Bike. Tandemfahren nebeneinander, ein Fahrrad mit Beiwagen der Schweizer Firma Fretsche. Schon länger ein Kassenschlager, Falträder, zum Mitnehmen in Bus und Bahn. It's Bicycle Culture 2.0. Das ist Fahrradkultur 2.0. Man sieht heute auf den Straßen eine große Vielfalt an Fahrrädern. Zum Beispiel den älteren Mann auf einem Dreirad, der sich auf zwei Rädern vielleicht nicht mehr sicher fühlt. Kein Problem, es gibt ein Rad für jedes Bedürfnis. In Kopenhagen löst es immer mehr das Auto ab. Auf einen Pkw kommen hier rund 5 Räder. Ich habe ein Elektrofahrrad, es ist fantastisch. You can actually fit
Man bekommt zwei Kinder rein und drei Einkaufstüten. Es ist definitiv mein Autoersatz. Wenn ich in Kopenhagen mit dem Fahrrad fahren kann, dann tue ich das auch. Das Lastenrad als Alternative zum Auto. Was in Kopenhagen schon gang und gäbe ist, könnte in ganz Europa Schule machen. Ein Gepäckträger ist bei den Dänen auf jeden Fall was für Anfänger. Das war es leider schon wieder von uns. Alle Informationen rund um unsere Sendung, die finden Sie natürlich wie immer auch auf unserer Internetseite auf dw.de/euromax. Und bei Facebook, da gibt es uns natürlich auch. Machen Sie es gut, wir sehen uns. Bis dahin, tschüss.